Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie die besten Soßen einer beliebten Sandwich-Kette, deren Namen wir hier nicht nennen möchten. Wir machen heute Sweet Onion Soße. Die kennt ihr, wie gesagt, aus der großen Sandwich-Kette, deren Namen wir hier nicht nennen möchten. Aber ihr wisst alle, wen ich meine. Es hat was mit U-Bahnen zu tun. Sweet Onion Soße machen wir und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Wir brauchen eine Schalotte. Also so eine Zwiebel heißt ja auch Schalotte. Ne? Wenn wir meine Tante Schalotte in den Thermomix werfen würden, das wäre eine Riesensauerei. Die kommt hier in unseren Kessel und wird 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Das Ganze schieben wir jetzt mit dem Spatel nach unten. Und jetzt müssen wir nur noch die restlichen Zutaten hinzugeben. Das ist kein Wasser, das ist Zuckersirup und zwar 130 Gramm. 10 Gramm Weißweinessig, 10 Gramm Rotweinessig und 10 Gramm Balsamico-Essig kommen ebenfalls in den Kessel. Als nächstes machen wir einen Teelöffel braunen Zucker hinzu, einen Spritzer Zitronensaft, ein Viertel Teelöffel Mohn. Da könnt ihr entweder Mohnsamen kaufen. Wir haben jetzt so diese Mohnpaste, die man auch zum Backen benutzt. Das sind ja die Mohnsamen, halt schon pastig läuft. Ein Viertel Teelöffel Salz, das mache ich nach Augenmaß. Eine Prise Chiliflocken, das hier ist quasi geschroteter Chili. Und eine Prise granulierten Knoblauch. Das Ganze kochen wir jetzt ein auf 100 Grad Stufe 1 und zwar 8 Minuten. Wir nehmen den Messbecher allerdings ab. Unsere Soße ist jetzt eingekocht und die ist natürlich noch recht flüssig. Wir füllen die jetzt quasi da ein in ein Schüsselchen und dann lassen wir die natürlich noch abkühlen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ein Sandwich vorbereiten. Das haben wir hier schon getan mit ein bisschen Putenbrust drauf und Zwiebelchen. Und da kommt dann nachher das Süßchen drüber. Und dann schauen wir mal, ob das so schmeckt wie, ihr wisst schon wo. Unsere Soße ist abgekühlt und dadurch auch etwas verfestigt. Jetzt muss ich mir nur noch die Soße drauf machen und dann schauen wir mal. Oh, komm, wir müssen nicht sparsam sein mit der Soße. Ich habe es ja selbst gemacht, ist ja mein Ding. Und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Es folgt die wahrscheinlich größte Herausforderung, seit ich hier im Wunderkessel angefangen habe zu essen. Dieses Baguette möglichst ohne mich total zu sauen, zu verspeisen. Oder zumindest davon zu probieren. Ich bin gespannt, ob das klappt. Es fängt schon an, denn ihr wisst ja alle, bei dieser großen Sandwich-Kette, deren Namen wir nicht nennen, da muss das alles kleben und das geht gar nicht anders, ohne dass da was rausläuft. Ich probiere es trotzdem. Also, das Gefühl ist absolut authentisch, weil ihr habt gesehen, es läuft. Es spritzt, es kleckert und die Soße schmeckt wirklich fantastisch. Also vom Original nicht zu unterscheiden für meine Begriffe. Ihr müsst es selbst mal ausprobieren. Ich werde das jetzt weiter essen, aber ohne Kamera. Das erspare ich euch, das erspare ich mir. Ich freue mich, euch beim nächsten Video hier in der Wunderkesselküche wieder begrüßen zu dürfen. Sagt bis dahin Tschüss und unfallfreien Appetit.